Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist der 23. Sonntag nach Pfingsten. Das ist ein geheimnisvoller Sonntag des Jahres. Es ist ein Sonntag, wo wir nicht wissen, wo es hinführt. Es erinnert euch, dass wir jedes Jahr 24 Sonntage haben nach Pfingsten. 24. Sonntag und dann der Tag des Gerichtes. Und unser Herr sagt, ihr wisst nicht den Tag und die Stunde, wenn der Sohn Gottes kommt. Und der 22. Sonntag ist immer der gleiche, aber der 23. ist ein geheimnisvoller Sonntag. Manchmal gibt es nur einen 23. Sonntag, wie dieses Jahr. Dieses Jahr gibt es den 23. und nächstes Jahr ist es der 24. Sonntag. Ein anderes Jahr gibt es einen 24. Sonntag und es kommt zwei Sonntage später. Also das Maximum sind 28 Sonntage. Der letzte Sonntag ist immer der 24. Aber zwischen den 23. und 24. Sonntag wissen wir nicht die Stunde. Und dieses Sonntag, also 23, 24, 25, 26, 27, sind es 5 Sonntage. Die anderen Jahre sind es 4, 3 oder 2. Dieses Jahr 1. Und so wissen wir nicht die Stunde oder die Stunde dieses geheimnisvollen Sonntags. Und wir wissen, dass wenn wir diesen 23. Sonntag erreicht haben, sind wir am Ende der Zeit. Und wir wissen, dass Jesus um die Ecke ist und der Tag des Gerichtes ist nah. Aber kommt es jetzt sofort? Kommt es in 5 Sonntage von heute an oder in 3 oder 2 Sonntage? Was passiert? Und so sind wir am 23. Sonntag angelangt und heute ist es die Zeit des Geheimnisses. Wir lesen das Evangelium, wir lesen über das Ende des Lebens Jesu Christi und wir werden daran erinnert, wie der Sonntag des Herrn in der Lesung und im Evangelium wird es verändert, aber die Stelle des Gesangs, also das Halleluja, das Offertorium, das bleibt immer gleich. Und dieses Jahr gibt es nur ein. Aber wir sind jetzt am 23. Sonntag angelangt der Geschichte der Welt. Und wo wir wissen, dass das Ende nahe ist. Es ist nahe der Tag des Gerichtes. Und was sagt die Kirche dazu an diesem 23. Sonntag nach Pfingsten? St. Hieronymus sagt uns, wir kommen zurück zum 8. und 9. Wunder Jesu Christi. Was war das 8. Wunder Jesu Christi? Christus kommt vom Berg, von der Bergpredigt herab. Und da kommt jemand auf ihm zu, und zwar der Synagogenvorsteher, und sagt, meine Tochter ist tot, komm und bringe sie zum Leben zurück. Und dieser Herr ist der Synagogenvorsteher, ein wichtiger Mann. Und wir wissen an einer anderen Stelle des Evangeliums, dass die Tochter 12 Jahre alt war. Und 12 ist die Zahl auch der Stämme Israels. Wir sehen also 2 mal 12 an diesem Sonntag. Die 12-jährige Tochter und die Dame, die 12 Jahre alt ist. Eine Frau zur selben Zeit, und diese Dame ist krank gewesen, hatte Blutung, 12 Jahre lang war krank. Und zur selben Zeit gab es eine 12-jährige Tochter, die gestorben sein soll. Aber sie ist nicht gestorben, sondern sie ist eingeschlafen. Und dann gibt es dieses Wunder. Christus geht los, um diese Tochter aufzuwecken. Und auf dem Weg dorthin änderte sich plötzlich die Rolle. Und zwar, sagte St. Hieronymus, da änderte sich die ganze Geschichte. Es ist nämlich die Zeit des Messias. Und die Zeit des Messias ist die Zeit der Juden. Die Juden sind diejenigen, die während dieser 12 Jahre vorbereitet haben. Und zwar die 12 Jahre ist die der Perfektion der 12 Patriarchen und der 12 Stämme und der 12 großen Propheten und auch der 12 des Alten Testamenten, wie auch der 12, wie wir lesen im Buch des heiligen Johannes in der Apokalypse. Und darum geht es bei dem 24. Sonntag nach Pfingsten, wie er sah die Heiligen, die Stämme Israels, dass sie dort die Propheten des Alten Testamentes, die 12 und die 12 Apostel des Neuen Testamentes sollen richten. Also diese 24 Männer sind beim Richten, Christus in der Mitte, aber gemeinsam
richten sie, 12 vom Alten Testament und 12 vom Neuen Testament richten die Menschen. Und das wird symbolisiert durch diese zwei Frauen. Erinnern wir uns an die Kirche. Die Kirche ist unsere heilige Mutter. Und Gott spricht über Israel, dass Israel gesündigt hat, dass es Ehebruch begangen hat. Und in beiden Dingen bezieht er sich auf die zwei Frauen. Im Alten Testament die Frau und im Neuen Testament die Braut. Und wir sehen, wie Christus Wunder vollbringt. Zur selben Zeit diese zwei Frauen. Es soll uns eine Lehre sein, uns beibringen, die Geschichte der Welt und der Seelen. Unser Herr also ging, um die Tochter zu heilen, die Kranke. Und der heilige Hieronymus lehrt uns, er war auf dem Weg, als ob er sagt, ich bin nicht gekommen, bin für die Ungläubigen, sondern für die Juden. Ich bin erst gekommen, um die Juden zu lehren, wie er der einen Dame. Erinnert euch an die Dame, die sagte, ich möchte geheilt werden. Und der Herr sagte, nein, das werde ich nicht tun, denn du bist nicht eine Jüdin. Und sie sagte aber, bitte Herr, sogar die Hunde essen die Krümel, die vom Tisch fallen, und so heilte der Herr sie. Aber es gehörte also nicht zur Regel. Er war auf dem Weg zu den Juden. Als er auf dem Weg war, gab es diese eine Frau, die sich ihm näherte. Es ist der Herr, der durch die Geschichte geht. Und während er geht, gibt es Menschen, die ihm umgeben. Wir sind jetzt zwei Gruppierungen, die ihn umgeben. Eine, die nicht weiß, was los ist, und eine andere Gruppe, die sich versammelt um diese Tochter, die krank ist im Inneren, im Haus, im Inneren des Hauses, die man für tot erklärt, obwohl sie nicht tot ist. Gut, also was passiert? Christus geht weiter, macht weiter. Und dann kommt eine Frau und die berührt seine Kleidung. Und St. Hieronymus sagt, der Herr ging, um die Tochter zu wecken, um das achte Wunder zu tun. Aber diese Frau änderte die Rolle, die Szene, die Regel, den Plan. Christus ging also, um ein Wunder zu tun, aber in derselben Zeit geschah ein ganz anderes Wunder, was Jesus nicht geplant hatte. Als diese Dame auf Christus zukam und ihn ergriff und Christus stehen blieb und sagte, wer hat mich berührt? Denn ich habe gespürt, dass eine Kraft aus mir ausging. Diese Kraft geht weiter von ihm aus für die nächsten 2000 Jahre. Die Ungläubigen berühren sein Kleid, die Heiden berühren sein Kleid und plötzlich bekommen sie den Glauben, sie bekommen die Heilung. Es ist, sie haben dieselbe Zeit. Erinnern wir uns, dass wir von Adam kommen, wir alle. Wir alle kommen von Noah und wir alle haben die Sünde, die Krankheit der Erbsünde in uns. Aber durch die Zeit, während der Zeit des Alten Testamenten, lebte dieses Mädchen 12 Jahre lang mit ihrer richtigen Religion und dann schlief sie ein oder sie starb. Und als Christus zum Hause kam, während die Frau geheilt wurde durch die Kraft, die aus Christus ausging, er kam jetzt zum Haus und all die Juden um das Haus herum waren am Singen und sie weinten über den Tod dieses Mädchens, die 12 Jahre alt war. Christus sagte, dieses Mädchen ist nicht tot, sie schläft. Und sie lachten über ihn. Die letzten 2000 Jahre lachten Juden Christus aus. Sie haben ihn ausgelacht. Sie haben gesagt, lasst das Blut von ihm herabkommen auf uns und unsere Kinder, weil die ihn ausgelacht haben, weil die ihn nicht ernst genommen haben, geärgert haben. Und das geschah, weil die Juden tot waren. Aber Christus sagte, nein, sie waren nicht tot. Sie sind nicht tot, sondern sie schlafen. Und genau das ist es. Es gibt die Zeit der Juden, die endet am Heiligen Freitag, Karfreitag um 3 Uhr. Und es hält bis für 2000 Jahre. Und dann kommt wirklich wieder die Zeit der Juden, und zwar in der Zeit des Antichristen, wenn man sagt, dass sie tot sind, aber sie sind nicht tot, die letzten 2000 Jahre, sondern sie schlafen. Sie lachen Christus aus. Für Christus sind sie tot? Nein, sie sind nicht tot. Sie sind wie in einem Koma. Sie erscheinen tot zu sein. Christus sagte zu denen dort im Hause, schmeiß sie raus, bring sie raus, die da weinen, die da lachen und die denken, sie ist tot. Bring sie raus aus dem Haus. Und sie taten es. Und Christus ging hin.